Mehr als zwei Wochen nach ihren Terrorangriffen auf Israel hat die militant-islamistische Hamas erneut zwei ihrer Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Etwa 220 Menschen, die laut Berichten zwischen 9 Monaten und 85 Jahren alt sind, werden nach israelischen Schätzungen noch festgehalten. Darunter sind auch mehrere Deutsche. Angesichts der erwarteten Gegenoffensive Israels scheint die Hamas die Geiseln als Druckmittel zu nutzen. Experten halten es jedoch trotzdem für möglich, dass in den kommenden Tagen weitere Personen aus der Gefangenschaft der Terrororganisation freigelassen werden. Und mein Gast heute kennt sich aus mit diesem Thema. Gerhard Konrad ist Islamwissenschaftler. Er war 30 Jahre BND-Mann und Geheimdiplomat und verhandelte im Nahen Osten auch den Austausch von Gefangenen. Herr Konrad, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Ja, es sollen ja mehr als 200 Menschen noch in den Händen der Hamas sein. Direkte Kommunikation zwischen der Terrororganisation und Israel gibt es nicht. Wie kommt man in solchen Fällen ins Gespräch? Im Grunde immer nur über Mittler. In diesem Fall ist es ja auch recht offensichtlich. Auf jeden Fall hat sich Katar hier in eine wichtige Mediatorposition manövriert. Sie können mit Katar kann mit Hamas genauso sprechen, der politischen Führung zumindest, wie mit der israelischen Regierung. Das sind zumindest mal ansatzweise gute Voraussetzungen. Wir haben ja dann auch noch Ägypten als einen wichtigen Akteur, der allein schon deswegen von zentraler Bedeutung ist, dass er eben am Südeingang zum Gazastreifen sitzt und da die Sacherrschaft über alle humanitären Konvois hat, auch eben gegebenenfalls für die Exfiltration von Geiseln oder anderen ausreisewilligen Menschen. Insofern haben sie zwei wichtige Akteure, aber politisch, diplomatisch ist es offenbar, und auch Israel hat das öffentlich so anerkannt, Katar derzeit die vermittelnde Macht in der Region. Ja, mit Hilfe dieser Akteure, also vor allem Katar, sind ja schon 4 Menschen freigelassen worden von der Hamas. Gibt es Informationen dazu, wie das gelungen ist und was für Bedingungen die Hamas gestellt hat? Nein, also nicht Informationen, die A, belastbar wären und B, mir zur Verfügung stünden. Sie dürfen nicht vergessen, dass ich in diesem Punkt auch nur ein durch Erfahrung qualifizierter Betrachter, äußerer Betrachter der Vorgänge bin. Was Sie unterstellen können, ist, dass Hamas diese beiden kleinen Freilassungen, die ja letzten Endes an der Gesamtsituation überhaupt nichts ändern. Ich meine, Hamas hat weiterhin in etwa 220 Personen in ihrer Gewalt. Das sind Signale, die intendiert sind als Signal des guten Willens von Seiten von Hamas gegenüber Katar, auch der Validisierung des katarischen Vermittlungsanspruchs. Jawohl, katarische Bemühungen führen zu einem Ergebnis. Das ist jetzt unter Beweis gestellt. Das dürfen Sie ja nicht vergessen. Das muss man am Anfang erstmal einer Verhandlung sehen. Und zweitens ist es natürlich so, dass Hamas jetzt in der gegenwärtigen militärischen Situation auch ein Interesse daran haben muss, mit einem Teil der Geiseln Einfluss zu nehmen auf die israelische Entscheidungsfindung in Bezug auf die eine Bodenoffensive, in Bezug auf die Fortsetzung des Bombardements von Gaza. Zumindest ist dies ein Versuch, der unternommen wird, erklärtermaßen unternommen wird. Khalid Mashal, also der ehemalige Generalsekretär und weiterhin Ehrenvorsitzende sozusagen von Hamas in Katar, hat sich diesbezüglich ja öffentlich auch eindeutig geäußert. Genau zu diesem Thema. Wie schätzen Sie denn die Rolle der geplanten Bodenoffensive für die Situation und Sicherheit der Geiseln ein? Das hängt natürlich massiv von ihrem Verlauf ab. Es ist ja sehr die Frage, ob nun Israel einen massiven Panzervorstoß mit großen Kräften auf einmal vorbrächte mit dem Ziel, und das wäre total unrealistisch, nicht wahr, die tief verschanzten und ja auch im Untergrund befindlichen Hamas-Kräfte binnen kürzester Zeit, ja wie auch immer, zu vertreiben, zu töten, aus Gaza zu entfernen, das ist ja alles Unsinn. Das funktioniert ja so nicht, sondern es wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein mehr oder weniger systematisch langanhaltende Bemühungen von Bodenkräften, von Landstreitkräften handeln, die vorrücken würden und Schritt für Schritt von Norden her Gaza
zu besetzen, vorläufig zu besetzen, Infrastruktur zu zerstören, verbliebene Hamas-Kämpfer zu töten. Das heißt, da passiert erst einmal im Kernbereich, den wir jetzt einfach eher im Süden vermuten müssten, passiert ja erst nichts. Ne? Die Führung von Hamas, also die oberste Führung von Hamas, ist da noch nicht direkt gefährdet, wenn sie sich nicht eben selber exponiert und damit auch nicht die Geiseln. Es kann sein, dass Geiseln, die ja mit Sicherheit dezentral verwahrt werden, dass irgendein Aufenthaltsort der Geiseln mit viel Pech im Rahmen einer militärischen Operation betroffen sein könnte. Das kann man so lange nicht ausschließen, solange man nicht weiß, wo sich die Geiseln aufhalten. Und das wird man nach den bisherigen Erfahrungen der letzten 10, 20 Jahre schwerlich zuverlässig ermitteln können. Wie ist das denn mit dem Zeitfaktor bei so einer Geiselnahme? Werden die Chancen geringer, die Menschen zu befreien, je länger sie in der Hand der Hamas sind, oder spielt das keine Rolle? Im Grunde genommen ist der Zeitfaktor nicht so entscheidend, denn grundsätzlich hat Hamas natürlich gar kein Interesse, die Geiseln ad infinitum zu behalten. Sie möchte sie ja nun, um es mal so schnöde zu sagen, gewinnbringend, sozusagen wieder freilassen. Der ursprüngliche Plan war natürlich ein anderer, das heißt mit möglichst vielen Geiseln die israelischen Gefängnisse zu leeren, ja, von palästinensischen Sicherheitshäftlingen. Dazu brauchen sie aber natürlich nicht 200 Geiseln, aber gut, die haben sie nun mal. Aber der Krieg, jetzt ist erstmal das vorrangige taktische Ziel, den Krieg, die Kampfhandlungen zu verlangsamen oder im Idealfall aus Hamas Sicht einstellen zu lassen. Hamas muss wieder handlungsfähig werden. Aus ihrer eigenen Sicht, nicht? Sie wird auf jeden Fall versuchen, mit den Geiseln zu verhindern, dass sie zerstört wird. Ja, und diese Auseinandersetzung werden wir in den nächsten vermutlich Wochen, wenn nicht Monaten, erst einmal erleben. Das heißt, wie geht die militärische Auseinandersetzung zwischen Israel und Hamas aus im Ergebnis? Wann wird sie beendet? Wie wird sie beendet? Das sind alles offene Fragen. Die Geiseln werden aus Hamas Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit A, erhalten bleiben. Sie sind ja praktisch das Schutzschild. Neben der palästinensischen Bevölkerung in Gaza sind es ja die Geiseln, die letzten Endes die Hamas-Führung aus ihrer Sicht vor der Tötung, vor der Vernichtung schützen. Lassen Sie uns auch noch mal über Ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Sie haben ja bei mehreren Gefangenenaustauschen vermittelt, unter anderem als der israelische Soldat Gilad Shalit gegen 1027 palästinensische Gefangene ausgetauscht wurde. Wie kommen solche Kompromisse zustande? Im Grunde durch indirekte Verhandlungen. Wenn Sie den Fall Gilad Shalit nehmen, er wurde entführt. Israel hat eine bewaffnete Nacheile organisiert, ist also mit Streitkräften in den Gazastreifen eingedrungen, über meines Erinnerns 2 Wochen oder 3 Wochen. Es hat natürlich zu nichts geführt. Man hat Gilad Shalit A nicht gefunden, B hat man auch Hamas nicht dazu zwingen können, ihn wieder freizugeben. Danach konsolidierte sich die Lage. Hamas hatte die Geisel und Israel musste schauen, wie sie indirekt, in dem Fall über die Ägypter, mit Hamas in Kontakt treten, um mal Konditionen auszuloten. Und Hamas hat ja auch Gilad Shalit letzten Endes da eben entführt, um ein Geschäft mit Israel zu machen, eben Freilassung von möglichst vielen palästinensischen Häftlingen. Und dieses Geschäft wurde in Umrissen dann zwischen 2007 und 2009 ja auch schon über die Ägypter ausverhandelt. So ist das nicht. Das ist nur eine reine Verhandlungssache. Da gab es ja nochmal einen Krieg zwischen Jahresende 2008 und Jahresbeginn 2009, der auch in Sachen Gilad Shalit zu nichts geführt hatte. Dann gab es den Regierungswechsel in Israel von Olmert zu Netanyahu. Und dann gab es eben hinterher eine zweite Phase. Aber das sind, wenn Sie so wollen, das hört sich seltsam an, aber es waren fast konsolidierte Verhältnisse. Ja, es war kein aktiver Krieg mehr nach Frühjahr 2009. Man beschloss wieder, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, der bekanntlich kein gemeinsamer Tisch ist, nicht? Sondern das sind zwei Tische. Der eine steht in Tel Aviv, der andere steht in Gaza, nicht? Und der Vermittler hat das Privileg, dann zwischen diesen beiden Tischen hin und her zu reisen und zu versuchen, die verschiedenen Positionen zusammenzufügen. Und das ist alles. In das Gespräch kommt man einfach, entweder damals war es Ägypten, der präferenzielle Partner, derzeit mag es Katar sein, weil in Katar eben die wichtigste Auslandsführung von Hamas sitzt, als politische Vertretung von Hamas. Nicht? Insofern haben sie eine Telefonnummer. Das ist zwar nicht die von Gaza, aber die Telefonnummer von Gaza, um im Bilde zu sprechen, hat natürlich die politische Führung von Hamas.
Insofern ist das relativ trivial. Ja, unter den Geiseln der Hamas jetzt sind auch mehrere Deutsche. Im Auswärtigen Amt gibt es einen Sonderstab, der sich damit befasst. Was kann Ihrer Einschätzung nach Deutschland tun? Ja, gut, ich meine, Deutschland tut das, was die Verbündeten und gleichermaßen betroffenen Partner auch tun, also die Franzosen genauso wie die Briten und die Amerikaner und viele andere betroffene Nationen. Im Wesentlichen können sie erstmal nur ihre Interessen einbringen, A, bei Israel und B, bei Katar. Ja, denn wie schon gesagt, es gibt, soweit ich das weiß, bitte, ich bin jetzt, wie gesagt, Außenstehender, aber es gibt keine Direktbeziehungen, Gesprächskanäle verschiedenster Art, ja, zwischen meinetwegen ist der Bundesrepublik Deutschland und Hamas. Das wäre verwunderlich. Aber wie schon gesagt, dazu kann ich Ihnen nichts Vernünftiges sagen. Aber was Sie sehen, ist klar, dass die Bundesregierung sowohl auf Katar als auch natürlich auf Ägypten zugeht, wie alle anderen auch, und ihr klares Interesse bekundet, dass, bitteschön, diese beiden Staaten ihre Gesprächskanäle zu Hamas zugunsten eben auch der deutschen oder britischen etc. Geiseln wahrnehmen. Wir müssen natürlich nur aufpassen. Wissen Sie, man wird auch überlegen müssen, aber das ist eine politische Überlegung, die eine Bundesregierung anstellen wird und andere. Hamas mag durchaus mit einer Differenzierung zwischen den, ich nenne es jetzt mal westlichen Geiseln, also zwar israelische Staatsangehörige, aber mit einer entsprechenden zusätzlichen Staatsbürgerschaft und eben Israelis, die nur die israelische Staatsangehörigkeit haben, hier zu versuchen, mit verschiedenen Konditionen zu arbeiten. Das würde ich jedenfalls Hamas ohne weiteres zutrauen. Das wäre eben dann, wenn Sie wollen, Sie brechen aus der Bietergemeinschaft, nicht wahr? Brechen Sie dann eben die großzügigen Bieter oder versuchen, andere zu großzügigen Angeboten zu bewegen. Das ist denklogisch möglich, wie gesagt, aber da bin ich nicht involviert und kann dazu nichts zur Lage sagen. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn Hamas solche Dinge zumindest versuchen würde. Grundsätzlich stellt sich ja auch immer wieder die Frage, inwieweit man überhaupt mit Terroristen wie Hamas verhandeln sollte, weil Länder sich damit erpressbar machen und zulassen, dass Menschenleben als Druckmittel verwendet werden. Wie sollte man Ihrer Meinung nach mit diesem Dilemma umgehen? Das hängt von den Grundentscheidungen der jeweiligen politischen Entscheidungsträger ab, wie sie es halten wollen, mit welchem Engagement sie eingehen. Aber schauen Sie, auch in einer normalen Geisellage, einer polizeilichen Geisellage, spricht die Polizei selbstverständlich auch mit dem Geiselnehmer im Interesse der Geisel. Ja, und versucht über einen Verhandlungsweg den Geiselnehmer von der Geisel zu trennen. Nicht? Ich meine, viel anders ist es in diesen großen Formaten natürlich auch nicht. Die Grundprobleme bleiben die gleichen. Wie wollen Sie, sind ja nun verpflichtet, fühlen sich verpflichtet, sind es auch, etwas für die Geiseln zu tun. Und die Dilemmata, die Sie in einer polizeilichen Geisellage haben, haben Sie eben nun natürlich extrapoliert und wesentlich gravierender nochmal in einer solchen multiplen Geisellage. Aber sie werden selbstverständlich mit den Geiselnehmern den Versuch einer Verhandlung unternehmen. Das hängt dann von den Zielsetzungen und Konditionen ab, die sie für vertretbar halten. Das ist aber eine politische und eine moralisch-ethische Grundsatzentscheidung, die jede Regierung für sich treffen muss, in Verantwortung vor ihrem eigenen Volk. Wenn Sie an die Verhandlungen zurückdenken, die Sie in Ihrer Zeit als Vermittler geführt haben, was ist da rückblickend Ihre wichtigste Erkenntnis? Haben Sie sowas? Ja, die wichtigste Erkenntnis ist in der Tat Geduld und Einfallsreichtum. Nicht? Das brauchen Sie beides, sowohl als Vermittler als auch natürlich insbesondere die jeweils betroffenen Staaten und Regierungen, die Hauptbetroffenen dann der Verhandlungsführung sind. Denn sie müssen eine Willensbildung entscheiden. Der Vermittler ist dazu da, und als sogenannter ehrlicher Makler zwischen beiden Seiten zu agieren. Also Geduld und sich nicht entmutigen lassen. Nein, das sind die wesentlichen und Einfallsreichtum. Das sind die drei Dinge und den Versuch unternehmen, das Vertrauen beider Seiten über möglichst lange Zeit zu erhalten, was manchmal nicht einfach ist. Gerhard Conrad, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ich habe zu danken. Auf Wiedersehen.